Hallo und herzlich willkommen zu dem Whisky.de Jahresrückblick 2020. Ja, für die Welt des Whiskys, für die Nachrichten in der Welt des Whiskys war 2020 kein so gutes Jahr, denn durch die vermehrte Schließung des stationären Handels haben viele Konzerne und viele andere Whiskyfirmen, auch kleinere Whiskyfirmen, darauf verzichtet, ja, große neue Abfüllungen bekannt zu geben. Auch das Schließen der ganzen Messen hat dem neuen Whiskys auf dem Markt auch nicht gut getan. Und so haben wir 2020 nicht so viele neue Whiskys, ja, in den Nachrichten erwähnen dürfen. Es sind auch nicht ganz so viele Whiskys auf den Markt gekommen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Diese Whiskys sind vielleicht nicht abgefüllt worden. Sie durften im Fass weiter liegen und weiter reifen. Ich fange mal an. Es war ein schwieriges, turbulentes Jahr, denn viele Brennereien schlossen ihre Besucherzentrum auch schon relativ früh. Whisky-Festivals und Messen wurden extrem viele abgesagt. Es gab nur sehr, sehr vereinzelt an manchen Stellen, wo die Pandemie nicht so stark war, einzelne, ja, Veranstaltungen zum Thema Whisky. Auch Anfang des Jahres gab es einen, ja, großen Engpass an Desinfektionsmittel. Deswegen haben viele Whisky-Brennereien auf Desinfektionsmittel umgestellt. Das sind nicht nur große Brennereien wie Buffalo Trace, die auch massiv in die Nachfrage von Desinfektionsmitteln investiert haben. Sie hat noch eine Milliarde Dollar schon vorher investiert, um ihr Equipment zu erweitern. Auch namhafte Brennereien wie Heaven Hill, aber auch kleinere Brennereien wie Koval und in Schottland war das Loch Lomond als große Brennerei, aber auch etliche kleinere Brennereien haben Alkohol hergestellt, mit dem dann Desinfektionsmittel hergestellt wurde für den Einsatz in Krankenhäusern oder in sonstigen Einrichtungen, die das benötigt haben. Dann komme ich jetzt mal zu etwas den positiveren Nachrichten. Es gibt einen neuen Jack Daniels Tennessee Apple, ein Apfellikör mit Jack Daniels Old Number 7. Artback hat zwei neue Whiskys auf den Markt gebracht, den Artback Black und den Artback Wee Beastie. Artback Black ist ein, ja, eine Hommage an die ganzen Inselbewohner der Isle of Islay, ja, nämlich den Schafen. Und dann machen sie wieder so, ja, sie sind das schwarze Schaf. Ah, ganz nette Geschichte, auch eine sehr, sehr schöne Verpackung. Der Artback Wee Beastie ist ein Standard Artback im Sortiment. Er hat 5 Jahre, also ein junger Artback. Und Wee Beastie zielt so auf das Wee ist klein und Beastie ist das Biest, also das kleine Biest. Und da spielen sie auf die Mücke an. Die Midgie, die ist sehr, sehr, sehr häufig im Sommer in Schottland auf den Inseln oder auch in den Highlands gibt. Und die, ja, zahlreiche Schotten in den Wahnsinn treibt, weil sie, ja, sehr, sehr klein sind und sehr, sehr stark beißen. Also ziemliche Biester. Ja, greift den Ex-Bourbon, Ex-Oloroso Sherry Fässern. Ja, dann gab es einen neuen Laphroaig 10 Jahre Cask Strength. Ja, die Legende kehrte zurück. Jetzt mit 60,1% ABV. Ohne Farbe und Kühlfilterung. Dann hat Macallan auch nochmal ihr Standardsortiment erweitert um zwei neue Whiskys, den Double Cask 15 Jahre und den Double Cask 18 Jahre. Zur Reifung wurden amerikanische und europäische Sherryfässer verwendet. Beide 43% und beide bei whisky.de natürlich erhältlich. Dann gab es noch zahlreiche namhafte Personalwechsel in den Brennereien. Zum Beispiel der Master Distiller bei Middleton wechselt das Master Distiller bei Middleton. Aber Feldy bekommt einen neuen Master Distiller. Dann Colin Gordon wird Nachfolger von Mickey Hatz. Der war mal Distillery Manager bei Lagavulin und vorher bei Port Allen. Und Jeff Arnott wird neuer Master Distiller bei Jeff Arnott ist als Master Distiller zurückgetreten bei Lagavulin. Ja. Johnny Walker feiert ihr 200. Jubiläum im Jahr 2020. Dazu gab es 4 neue
Johnny Walker Sondereditionen. Es handelt sich um ein neues Flaschendesign und drei neue kreierte Whiskys. Einmal den Blue Label Anniversary 200, den Blue Label Legendary 8, den Johnny Walker and Sons Celebratory Blend und den Johnny Walker and Sons Bicentenary Blend. Und was auch noch ein großes Thema im Jahr 2020 waren neue Flaschendesigns. Ben Romach, Glenn Alaki haben ein neues Flaschenbrand. Ben Riach hat ein ganzes Kernsentiment wieder vorgestellt. Glenn Goyne brachte ein 100% recycelbares Design raus. Tully Bardeen präsentierte nachhaltige Verpackung. Glenn Turret hat ein neues Design rausgebracht. Und Johnny Walker hat auch ein sehr, sehr nachhaltiges Design angestrebt. Die wollten nämlich das Glas in ihren Flaschen weglassen und durch Papier oder Pappe ersetzen, was auch sehr interessant ist. Aber das haben sie, glaube ich, noch nicht umgesetzt. Also ich habe die Flasche noch nicht gesehen, aber es wurde angekündigt. Für uns war 2020 auch ein sehr, sehr schönes Jahr, da wir unseren ersten eigenen Blend auf den Markt bringen durften. Wir hatten den Horst Lüning Malt bzw. Whisky.de Malt by Horst Lüning ist die offizielle Bezeichnung. Aber das Thema ist natürlich Horst Lüning bei der Flasche, weil Horst Lüning sich an dem Malt verewigen durfte. Aber er hat extra nicht eine extrem hochpreisige, extrem komplexen Whisky genommen, sondern einen schön trinkbaren, ein bisschen komplexen schon, Whisky mit, 10 Jahre hat er gehabt, ne? 10 Jahre eher, und ich habe den sogar auf 11 erweitern können. Und ich habe einen rausgebracht, der heißt Highland Cattle, mit einem hohen Sherryfassanteil, während der Horst einen niedrigen Sherryfassanteil gehabt hat, weil er einen leichten süßen Whisky haben wollte und ich wollte einen sehr, sehr fruchtigen Whisky. Beide sind komplex, bezahlbar und authentisch. Beide Abfüllungen 46%, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt und mit Altersangabe, also der vom Horst 10 und meiner 11. Eigentlich war meiner auch mit 10 geplant, aber durch die Fassauswahl und die Geschmäcker ist dann irgendwie, ja, haben wir doch nur 11-Jährige drin gehabt und haben gesagt, warum nicht auch noch das eine Jahr mehr draufschreiben. Gut, ja, das war's in dem Jahr 2020. So viele Nachrichten gab es leider nicht, die besonders herausgestochen haben. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.